Los, Abmarsch! Hey Leute, was geht? Hier ist der Tuki, willkommen zu einem neuen Spezialisten-Guide auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns wohl die besten Infanteristen in ganz Battlefield 2042 an und auch meinen persönlichen Lieblingsoperator. Die Rede ist natürlich von McKay, obwohl ich ihn persönlich auch gerne als Spider-Man oder Tarzan bezeichne. Das liegt an seinem wirklich awesome Gadget, nämlich dem Enterhaken. Mit ihm kann man sich an fast jedes Objekt im Spiel heranziehen. Dies eröffnet McKay ein riesiges Feld an Bewegungsmöglichkeiten, von dem man als Spieler eigentlich sonst nur träumen kann. Obendrauf kommen noch weitere Boni für schnellere Bewegungen, die vor allem im direkten Gunfight sehr nützlich sind. Was alles mit ihm möglich ist und wie er sein volles Potenzial ausschöpft, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Beginnen tun wir natürlich mit seinem Herzstück, dem Enterhaken. Diesen muss man erst auswählen und in die Hand nehmen, ehe man ihn benutzen kann. In der Theorie besitzt er eine Reichweite von bis zu 30 Metern. In der Praxis hingegen schafft man es auch regelmäßig mal Schüsse bis zu 33 Meter zu connecten. Das Fadenkreuz gibt euch hier eine Hilfe, ob der Schuss klappen wird oder nicht. Ist die Raute angezeigt, wird der Schuss connecten. Ist das Viereck angezeigt, wird der Schuss wahrscheinlich nicht connecten. Warum nur wahrscheinlich? Naja, weil aus irgendwelchen Gründen es auch manchmal funktioniert, wenn dieses Viereck angezeigt wird. Ich nehme auch stark an, dass das ein Bug ist und eigentlich nicht so gewollt ist. Man kann sich mit ihm an fast jedes Objekt im Spiel heranziehen. Selbst intakte Glasscheiben oder auch die kleinen Bewegungsbälle sind da gar kein Problem. Zumindest wenn man sie trifft. Das kann hin und wieder ein wenig schwierig werden. Auch alle Arten von Fahrzeugen gehen. Bedenkt dabei aber immer, dass ihr euch dorthin zieht, wo das Fahrzeug war, zum Zeitpunkt des Schusses, und nicht dorthin, wo es gerade ist. Auf verbündete Einheiten connectet der Enterhaken leider nicht, genauso wenig wie auf Gegner. Bei Gegnern macht er zumindest noch ein klein wenig Schaden, aber wirklich nur minimalst. Es ist fast unmöglich, damit einen Kill zu machen. Nach Benutzen des Enterhakens dauert es genau 14 Sekunden, bis er wieder einsatzbereit ist. Das ist nicht wirklich lang, tut euren Spielfluss aber dennoch regelmäßig ein wenig einbremsen. Ist aufgrund vom Balancing aber auch unbedingt notwendig. Denn auch schon so könnt ihr euch mega schnell mit McKay über die Map bewegen und vor allen Dingen jeden Highground innerhalb von Sekunden erreichen und auch die darauf sich befindenden Spieler schnell und einfach beseitigen. Gerade um Snipernester und Camperspots auszumerzen, ist McKay der richtige Mann. Der sich füllende Halbkreis in der Mitte eures Fadenkreuzes zeigt ebenfalls an, wann euer Enterhaken wieder einsatzbereit ist. Wenn ihr euch auf Ebenen zieht, wo sich Feinde befinden, bedenkt, dass es immer einen Moment dauert, bevor ihr wieder schussbereit seid. Deswegen solltet ihr immer am besten eine Seite wählen, wo die Gegner gerade nicht hinschauen. So kommen die Jungs super überraschen. Kannst du dann nochmal Ammo werfen? Verbündete Einheiten haben Ziel Alpha zerstört. Das sieht sehr schön aus. God damn it! Sollten sich auf einer erhöhten Position extrem viele Feinde tummeln, ist es meistens besser, sich gar nicht erst wirklich hochzuziehen. Unterbrecht stattdessen das Heranziehen mit der Leertaste, dies katapultiert euch leicht nach oben und ihr könnt in aller Ruhe einen Gegner rausziehen. Danach fallt ihr einfach wieder nach unten weg und habt immerhin einen schönen Kill gemacht. Wenn ihr neu auf ein Dach kommt, sichert es erstmal in aller Ruhe und haltet vor allen Dingen nach gegnerischen Funkfeuern Ausschau. Auch ein eigenes auf dem Dach zu platzieren ist durchaus sinnvoll. Eure Teammates werden es euch danken. Generell solltet ihr den Enterhaken nie vor Gegenspielern benutzen. Ihr könnt selbst nicht schießen, die Gegner euch aber sehr gut treffen. Da kommt ihr meistens gar nicht erst an eurem Ziel an. Der Enterhaken ist ein Mittel der Kampfvorbereitung, um euch zum Beispiel eine gute Position zu verschaffen. Während des direkten Gunfightes ist er eher kontraproduktiv. Machen wir weiter mit seiner passiven Fähigkeit Wendig. Mit ihr kann er sich flotter an Seilen hochziehen und 33% schneller im Scope bewegen. Das klingt erstmal nach nicht viel, macht aber einen großen Unterschied. Das typische Links-Rechts-Bewegen im 1 vs 1, auf dem PC auch gerne als ADAD-Spam bezeichnet, ist bei ihm einfach viel, viel schneller und damit viel effektiver. Die Gegner haben einfach mehr Probleme, euch zu treffen. Und das merkt man auch, wenn man mit ihm spielt. Man kann einfach eine Spur dynamischer, eine Spur aggressiver mit ihm vorgehen als mit anderen Operatoren. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass in vielen Call of Duties es ein eigenes Extra war, sich schneller im Visier zu bewegen. Und McKay hat das jetzt einfach mal so obendrauf immer dabei. Für einen schnellen, aggressiven Spielstil ist das einfach ultra geil. Und dieser schnelle, aggressive Spielstil ist für einen McKay ein absolutes Muss. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn irgendjemand in die zweite Reihe geht, sich dort auf eine erhöhte Position zieht und dort einfach nur sniped. Das ist kein McKay. Ein McKay ist an der vordersten Front, ein McKay holt die Highground-Position, ein McKay macht die Frags.
Dies ist im Übrigen auch seine Aufgabe im Spezialistenpool, denn er hat im Gegensatz zu vielen anderen keinerlei Fähigkeiten, die seinen Teammates nützen. Man muss ihn also zu gewissen Grad als leicht egoistische Killmaschine spielen. Man sollte auch darauf achten, mit ihm taktisch wichtige Positionen einzunehmen. Bei Rush zum Beispiel eine erhöhte Position mit Blick auf die Bombe. Das ist super wichtig und macht ihn auf Maps wie Manifest schon fast zu einem absoluten Muss. Als Fazit lässt sich festhalten, dass McKay sowas ist wie der Infanteriekönig in Battlefield 2042. Er hat praktisch einen permanenten Positionsvorteil gegenüber seinen Gegenspielern. Und Positionierung ist in einem Shooter extrem wichtig. Das ist sogar wichtiger als Aim. Wer den Highground hat, gewinnt meistens das Duell. Natürlich nicht immer, aber eben doch meistens. Und McKay ist praktisch permanent im Highground. Obendrauf kommt dann noch das schnellere Bewegen im Visier, was ihn endgültig zu einem absoluten Biest macht. Mit keinem anderen Operator kann man die Gegner so gut flankieren und umlaufen und fraggen und flanken und outplayen und was weiß ich nicht alles. Ein McKay ist praktisch ein permanentes Mobbing für das Gegnerteam. Das einzigste, was ihn ausbremst, ist seine Versorgung. Maximal eine Munitionskiste oder eine Sanitätstasche kann er mitnehmen. Und Panzerung kann er sich überhaupt nicht selber geben. Kein Vergleich zu einem Angel oder zu einer Falk. Und diese können ihm auch nur sehr langsam oder überhaupt nicht folgen. So hat man mit ihm fast immer ein Munition- oder ein Heal-Problem. Das ist aber im Prinzip auch sehr gut so, weil ansonsten wäre er wirklich heillos OP. Overpowered fandet ihr hoffentlich auch leicht dieses Video. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wie bereits im letzten Video erwähnt, habe ich 85% Nicht-Abonnenten als Zuschauer. Wäre wirklich klasse, wenn wir diese Zahl ein wenig zumindest verändern könnten. Ansonsten Leute, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich bin der Toki und ich bin jetzt raus.